denen Sie alle wissen, plant die Europäische Kommission eine Neuregelung von Pflanzen bzw. Produkten, die mittels neuer Gentechnik hergestellt werden. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag soll im Juni 2023 vorgelegt werden. Das Ergebnis des Impact Assessments zu dem Gesetzesvorschlag beruht jedoch zum großen Teil auf Annahmen. Und aus meiner Sicht kann und soll so eine Gesetzgebung nicht auf Basis solcher Annahmen entwickelt werden. Gerade bei Produkten, die vielfältige Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben können, muss eine solide wissenschaftliche Basis die Grundlage einer möglichen Neuregelung sein. Dazu gehören auch fundierte Kriterien für die Risikoabschätzung der neuen Gentechnik. Viele Produkte der neuen Gentechnik können Auswirkungen auf die Umwelt haben. Darum sollte auch die Berücksichtigung von Umweltaspekten bei einer Neuregelung dieser Produkte eine zentrale Rolle spielen. Ich möchte die Präsidentschaft daher ersuchen, eine Ad-hoc-Ratsarbeitsgruppe einzurichten, um eine breite Diskussion der betroffenen Fachgebiete wie im Umwelt, Gesundheit und Landwirtschaft zu ermöglichen. Die Bundesregierung begrüßt, dass nun ein breiter Diskussionsprozess stattfindet. Uns ist ein gesellschaftlich akzeptierter Umgang mit neuen genomischen Techniken wichtig. Dabei muss das Vorsorgeprinzip gewahrt, die Wahlfreiheit sowie die Koexistenz verschiedener Anbausysteme gesichert werden. I'm convinced that the most important aspect for us as responsible decision makers when introducing such a new technology is to ensure the maximum protection for humans and the environment, taking into account the precautionary principle. Precisely for these reasons, I duly regret that the questionnaire during the targeted consultations for the member states was mainly based on expectations and assumptions instead of on solid data and scientifically sound methodologies, which cannot form the basis of any future policy actions. Στηρίζουμε την πρωτοβουλία της Αυστρίας, δεδομένου ότι η πάγια θέση μας είναι ότι η αρχή της προφύλαξης σε σχέση με την ανάπτυξη νέων γονιοδιωματικών τεχνικών θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Η ύπαρξη σχετικών προνοιών παραμένει αναγκαία όσον αφορά την επικείμενη πρόταση, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία. Οι προνοίες της πρότασης θα πρέπει να είναι αντίστοιχες με τις αυτές που ισχύουν για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Επίσης, πιστεύουμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επενδύσει στους τομείς της ανίχνευσης και της βιοασφάλειας των προϊόντων των νέων αυτών γονιοδιωματικών τεχνικών. Ευχαριστώ. Il faut absolument éviter que les exigences pour l'évaluation des risques environnementaux soient réduites. Cela peut avoir des conséquences considérables pour la nature et l'environnement. D'un point de vue environnemental, il est impératif de maintenir la primauté du principe de précaution, également en ce qui concerne les effets potentiels encore inconnus à long terme ou indirects de l'utilisation de ces procédés de génie génétique relativement nouveaux. Par ailleurs, un étiquetage compréhensif permettant aux consommateurs de faire un choix éclairé et de première importance pour moi. Je vous remercie. The Slovak Republic will support only such proposals for legislation on new GMOs that will ensure a high level of safety comparable to that provided by the current legislation on GMOs. The Austrian delegation's request to elaborate on the risk assessment aspects of new GMOs pursues the same objective, and therefore Slovakia supports it. Spoštovani, tudi Slovenija se pridružuje pozivu Avstrije, da je glede regulacije rastlin pridobljenih z novimi genomskimi tehnikami potrebna široka razprava, ki upošteva tudi okoljske vidike.